Fraktion erkläre ich, dass wir auch nicht begeistert sind von dem Vorgehen des Senats. Allerdings, egal was in dieser Stadt bereits an schwierigen und komplexen Ereignissen passiert ist, auch in der ferneren Vergangenheit, das ist ja kein neues Vorgehen. Das macht ja jeder Senat. Ich kann mich daran erinnern, Herr Lenders, dass wir das auch gemeinsam mal gemacht haben, vor ungefähr 10, 12 Jahren. Und ich möchte sagen, ich empfinde es als grotesk und als unwürdig, wenn ich nur einfach hier sitze und den Fragen von SPD und Grünen zuhöre, dann kann ich auch gleich nach Hause gehen. Es tut mir leid, aber mit diesem Verfahren bin ich so nicht einverstanden. Ich habe wenig Verständnis für taktische Spielchen seitens des Senats, aber genauso wenig Verständnis für taktische Spielchen seitens einer Opposition. Ich bin frei gewählter Abgeordneter und ich möchte hier heute mein Fragerecht ausüben, auch aus Respekt vor dem Senat, auch aus Respekt vor den anwesenden Polizeibeamten, die hier sind, die sich wieder mal die Stunden um die Ohren hauen. Da bin ich nicht dafür, dass wir hier taktische Spielchen machen. Erstmal nochmal der Hinweis, dass Beifallskundgebungen hier auch zu unterbleiben haben. Das hat auch einen Hintergrund. Die Beratungen hier sollen unbeeinflusst von Lautäußerungen von Zuschauern hier unter den frei gewählten Abgeordneten stattfinden. Das ist der Hintergrund dieser Regelung. Ich finde die sinnvoll. Deswegen die Bitte nochmal, das zu unterlassen im Laufe der weiteren Sitzung. Wir haben